Gerrys gut gelaunte Gäste bei Extra Radio 88.0. Er sitzt schon da bereit. Stellst du dich kurz selbst vor, bitteschön? Ja, servus miteinander. Hier ist der Gerd Schönfelder aus Kulmain. Ein Fast-Franke, sag ich jetzt mal, Oberpfälzer Gast hier in Hochfranken. Ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? 20 Jahre im paralympischen Skiteam einige Erfolge gehabt. Jetzt Trainer, ja, Motivator, Motivationssprecher und. Also viele, viele Dinge. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Das ist schön, da kannst du mich auch ein bisschen motivieren. Da freue ich mich sehr drauf. Mach ich doch. Alles klar. Heute mein Gast Gerd Schönfelder. Schöni ist dein Spitzname, habe ich gehört, oder? Ja, auch, genau. Trifft auch schon zu, oder? Wenn es jetzt nicht mit dem Weltmeister-Skirennen geklappt hätte, wärst halt Model geworden. Oh, bitte, nein, glaube ich nicht. Als Schöni. Bestimmt. Kommt eher von meinem Namen, glaube ich. Glaube ich auch. Gerd Schönfelder ist bei mir, war Weltmeister im Skiabfahrtsrennen, oder? Ja, alle alpinen Bereiche. Alle alpinen Bereiche. Abfahrt bis Slalom, genau. Und du bist 14-facher Weltmeister, also du hast 14 Mal Medaille mit heimgenommen. Ja. Die beste, sozusagen. Ja, Weltmeister ist eigentlich Gold, also der Titel, genau. Also bin ich schon richtig, genau. Und jetzt habe ich noch rausgefunden, ich habe ein bisschen recherchiert, hast du schon gemerkt, ne? Also Schöni ist das eine, das andere ist der Stier von Kulmain. Wer sagt sowas zu dir? Ja, also im Weltcup, im Behindertenbereich haben sie das oft zu mir gesagt. Zumindest die Deutschsprachigen kamen natürlich aufgrund meiner aggressiven Fahrweise zustande irgendwann mal. Also da sind schon eher immer die Fetzen geflogen, wenn ich unterwegs war. Aber von dem her gibt es ja Schlechteres. Es ist, das hat mir gut gefallen. Ich denke, das ist eine positive Beschreibung, oder? Der Stier von Kulmain. Ja, ich sag mal, es zeigt natürlich ein bisschen den unbedingten Willen, sich nicht aufhalten zu lassen auf dem Weg nach unten, was man so vorhat, dass man da die Bestzeit haben will. Und das mit einem gewissen Krafteinsatz, ich denke, das ist ganz positiv. Also ich glaube auch, dass das dir nicht geschadet hat, das Ganze. Du treibst ja noch viel andere Sportarten auch noch, gell? Skifahren ist ja eines der wenigen. Gut, da hast du jetzt deinen Meister gemacht, aber ich habe gelesen, du fährst Fahrrad, Mountainbike. Mountainbiken, Rennradfahren, ja. Inlinerfahren, Kajak, Golf spielen, also es ist wahnsinnig viel möglich, trotz des Handicaps, sage ich jetzt mal. Genau. Und, also ich wollte eben gerade sagen, mich natürlich. Du machst 500% mehr als ich und ich habe ja noch mehr dafür zur Verfügung, aber sagenhaft, ist deine sportliche Einstellung schon als Kind, war die schon da, ne? Ja, kann man schon sagen, also das ist wirklich so eine Zucht, muss ich schon fast sagen, also eigentlich für mich lebenswichtig, wenn ich da mal längere Zeit keinen Sport machen kann, aufgrund irgendwelcher Dinge, dann werde ich unerträglich irgendwann mal und dann brauche ich mal wieder irgendwas, wo ich mich richtig auspowern kann und dann geht es mir wieder gut. Ist das so dein Ventil auch? Ja, in allen Varianten. Jetzt muss man natürlich auch erklären, für manche, die dich nicht kennen, also wir kennen uns ja schon, also man kennt dich ja, du bist ja überall schon auch bekannt, aber es gibt viele Menschen, die es vielleicht nicht wissen, Gerd Schönfelder hat ja nur noch den linken Arm in dem Fall. Du hattest einen Unfall 1989. Ja, genau. Und da ist der verloren gegangen dabei. Ja, muss man schon sagen, wie verloren gegangen. Das klingt gerade so, wie wenn ich ihn vergessen hätte. Nein, um Gottes Willen. Also ich habe damals bin ich mit dem Zug in die Arbeit gependelt hin und her und damals war ich spät dran, bin ja wie gesagt zu spät am Bahnhof angekommen, sehe den Zug anfahren, wollte unbedingt mit, habe die Tür nur aufgemacht, die vorletzte, und bin dann, habe es nicht geschafft, mich noch reinzuziehen in den Zug und der ist immer schneller geworden und irgendwann am Ende des Bahnhofs bin ich dann zwischen Bahnsteig und Tür und Zug beziehungsweise reingerutscht und habe mir halt bei der Geschichte dann durch diese Verletzung oder diese schwere Verletzung zugezogen, muss aber zu dem Unglück, was dann wirklich Unglück war, auch sagen, dass ich riesen Glück gehabt habe, dass ich es überhaupt überlebt habe. Also normalerweise bleibt dann nicht mehr viel übrig und von dem her war das dann ja zwar wirklich extrem schlimm, aber hätte noch schlimmer sein können. Also sagen wir mal so, wie du das ja jetzt auch nachher weiter verfolgst, dein ganzes Leben, ist das natürlich eine Behinderung an sich. Natürlich, ja. Aber du gehst damit um wie
ein anderer mit ja, ich sage immer, ich bin nicht behindert, ich schaue bloß so aus. sehr gut beschrieben. Gerd Schönfelder heute bei mir zu Gast. Wir spielen einen tollen Song, danach geht's weiter. Heute Gerd Schönfelder. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er seinen Arm bei einem Unfall 1989 verlor. Aber durch das, dass er früher schon Sportler war, als Kind, in allen Varianten, besonders Skifahren, hat das weiter verfolgt und mittlerweile auch die Weltmeistertitel erreicht. Darf ich dich fragen, warst du als Kind oder vorher im vor 89 Rechtshänder? Ja. Ja. War ich ja. Und wie geht dir das jetzt ab in der Form? Na, jetzt ist sowieso schon wieder lang her. Aber am Anfang war es natürlich schon hart, sich da drauf umzustellen, aber ich sag mal, wenn der Rechte nicht mehr da ist, dann musst du einfach zwangsläufig den Linken nehmen. Und das magst du dann einfach und du gewöhnst dich dran. Also, ja. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, der passt sich wirklich an alle Situationen an. Ich habe dann auch mal so ein Linkschreibtraining gemacht und ja, das funktioniert gut. Ich schreibe eigentlich jetzt schöner, als ich rechts jemals geschrieben habe. Vielleicht war ich ja ein verkappter Linker, keine Ahnung. Oder beidseitig, ne? Gibt es ja auch. Das Einzige, was ich nicht kann, ist links werfen. Also das ist furchtbar. Aha. Also ich will jetzt keine Frau beleidigen, aber ich werfe wie eine Frau, die es nicht kann. Also es gibt ja auch Frauen, die können super werfen, aber es schaut ganz komisch aus bei mir. Also links werfen, das ich glaube, dass alle Frauen gut werfen können, sondern nur die nehmen immer die rechte Hand. Vielleicht die linke. Ja, es gibt schon welche, aber ja, okay. Ich nehme alles zurück, Entschuldigung. Kein Problem. Bei mir darf man das ist überhaupt kein Problem. Ja, Wahnsinn. Es ist eine unglaubliche Leistung, auch jetzt dann so umzuschalten und dann mit der linken Hand alles zu tätigen. Hast du, brauchst du recht viel Hilfe so in deiner Umgebung oder kannst du doch fast alles selber irgendwie managen? Ich kann sehr viel und wenn ich mal Hilfe brauche, dann sage ich das auch. Also dann, ich sage immer Schuhbinden, ich spiele nur oder habe lange Zeit aktiv Fußball gespielt und Fußballschuhe sind ja so, dass die schon eng sitzen müssen. Klar. Und dann habe ich gesagt, sind ja immer noch, normalerweise mindestens nur 10 andere in deiner Mannschaft. Also da wird schon einer mal kurz Zeit haben, wie die schon zu binden. Und aber da kann man immer dumme Sprich. Also und vor allem Schuhbinden können, ne? Das muss ja, dazu. Ich habe viele Techniken kennengelernt auf die Art und Weise. Und immer den Spruch, kauft er endlich mal welche mit Klettverschluss. Ja, naja, das war klar. Das habe ich mir jetzt verdrückt, den Spruch. Gell? Okay, alles klar. Also Gerd Schönfelder heute bei mir. Wir reden gleich einmal drüber über deine anderen Sportarten. Auch Schwimmen zum Beispiel ist ja von dir noch eine Leidenschaft. Ja. Ja? Ist das so mit einem Arm machbar? Ja klar. Also der Körper kann sich wirklich darauf einstellen. Mhm. Das ist nicht wie ein Ruderboot, das mit einem Ruder nur im Kreis fährt, sondern der Körper gleicht es aus. Und es ist, ich sag mal so, es war für mich immer so wichtig, möglichst viele Sportarten zu betreiben, um einfach insgesamt einen komplett durchtrainierten Körper zu haben. Mhm. Also alles abzudecken mit jeder Sportart, die anderen. Man merkt so oft, einer, der gut laufen kann, ist nicht zwangsläufig ein guter Radlfahrer und umgekehrt. Also sind andere Muskelpartien und je vielseitiger das man trainiert, desto besser ist es eigentlich. Und wie immer an dieser Stelle, mein Gast liest das Wetter vor. Bitteschön. Sehr gerne. Ja, das Extra Radio Hochfrankenwetter. Heute ist es wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf fällt etwas Regen, dazu geht ein lebhafter Wind. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad, in der Nacht kühlt es auf knapp über 0, 9 Grad kraft ab. Morgen gibt es zum Glück mehr Sonne als Wolken bei 18 bis 20 Grad. Der Mittwoch bringt wenig Änderung. Das klingt doch gut. Das klingt gut, oder? Reicht dir das so oder hättest du gerne ein besseres Wetter? Ja, 2, 3, 5 Grad mehr könnten es auch sein. Okay, also vielleicht kriegen wir sie noch. Extra Radio Gerd Schönfelder ist heute bei mir live zu Gast. Locker, flockig, ganz gut gelaunter Gast, möchte ich sagen. Ja? Also ich lade auch keine schlecht gelaunten ein. Gell? Bist du ein gut gelaunter Mensch? Ja. Auf jeden Fall. Schon, oder? Also stehst du nicht früh auf und sagst, mein Gott, was ist denn heute wieder? Nein, sondern bringt ja nichts. Bringt nichts. Nein. Wie schaut so ein Tag von dir aus? Wann ist so deine Aufstehzeit? Oder ja, halb sieben, so normalerweise. Halb spätestens. Also, und dann geht's los, bist du ein Kaffeetrinker oder mehr? Ja, Zeitungsleser, Kaffeetrinker. Das muss schon ein bisschen sein. Und dann ein bisschen Sport und also vorher Kinderbetreuung, also es kommt immer darauf an, was ich gerade mache, ob ich daheim bin. Ich bin ja extrem viel unterwegs. Aber wenn ich daheim bin, Kinder, Schule, Kindergarten, ich habe beides noch. Und, hören die zu jetzt, aber eher nicht, wa? Oder? Gab's nicht. Gab's nicht. Sonst hätte man sie immer schnell gegrüßt, können wir aber immer machen. Ne? Ja, ich grüße meine zwei Hasen, den Leopold und die Emilia. Und ja, wenn sie mich hören, es grüßt doch euer Papa. Wenn nicht,
Wir haben es aufgezeichnet, dann spielen wir es Ihnen vor. Genau. Super. Und dann, also wenn du daheim bist, sagen wir mal so, dann hast du quasi dein, ein bisschen Sport magst du dann am Vormittag schon? Ja, das brauche ich ein bisschen so, um wieder klare Gedanken zu fassen. Also meistens fällt mir bei irgendwelchen Sport immer irgendwas ein und dann, wenn man heimkommt, setzt man das dann in die Tat um und das ist recht effektiv oft. Und dann geht es weiter mit Sport am Nachmittag auch? Oder ist, ich meine, du hast ja so viel ist dann nicht mehr. Also da bleibt dann auch wenig Zeit. Ja, es, wie gesagt, es kommt dann darauf an, irgendwelche Dinge vorzubereiten, was mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Dann stehen jetzt wieder Trainingslehrgänge an. Das wollte ich gerade sagen. Du bist ja jetzt aktiver Trainer. Ja. Und das ist sozusagen auch deine Hauptaufgabe, die du im Moment... Hauptaufgabe ist es nicht. Ich bin... Das Ganze basiert auf Honorarbasis. Also wir sind da mehrere. Wir haben einen hauptamtlichen Trainer und drei, die das so... die sich die Arbeit, die restliche Arbeit so aufteilen, damit immer zwei dabei sind, also immer der Haupt, der Chef und noch einer, weil sonst wäre es mir fast zu viel. Also das ist dann schon ein Job, wo du dann 180 Tage sonst am Stück irgendwo im Gebirge bist und also am Stück, aber mit kurzen Unterbrechungen und das ist dann schon lang. Und mit Familie möchte ich das eigentlich immer machen. Aber so gedrittelt und wenn man dann sich das untereinander ein wenig aufteilen kann, ist es recht nett. Schön. Okay, und wann, also ich frage dich jetzt natürlich aus, ne, ist klar, die Hörer sind interessiert, wann gehst du dann so zu Bett, wann ist so deine Sternstundenzeit? Ich gehe eher später, also eher später. Meistens nach Mitternacht. Nach Mitternacht? Aber so gerade um die Mitternacht rum, da, also, so, das ist so eine gute Zeit. Naja, das passt doch, ja, das ist doch noch im Rahmen, oder? Ja. Pass auf, ich habe jetzt ein kleines Spiel noch vorbereitet nach dem nächsten Titel. Ja, wir wollen es noch entspannen. Jetzt ist es soweit. Ein kleines Spiel, aber kein schweres. Und man muss auch nichts gewinnen dabei, sondern nur Informationen für uns. Wie ist da, bist du persönlich mehr so der Trainingsanzugträger oder ziehst du auch gerne mal einen Anzug an? Oder sagen wir mal. Zum gegebenen Anlass. Also Jeans hast du ja eher an, ja, sag ich mal. Eigentlich alles, aber eher so locker, sage ich jetzt mal. Locker. Trainingsklamotten sind ja mittlerweile auch Mode. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann sich da abhebt. Aber ich bin jetzt nicht der Jogginghosenträger, das nicht. Also lieber Jeans dann. Alles klar, gut. Wenn du einmal faul bist, kann man ja mal sagen, oder? Bin ich also, auch. Ja. Was machst du dann lieber? Legst du dich aufs Sofa oder in die Wanne oder gehst spazieren oder was ist so wegen dein... Ja, Sofa. Sofa? Ja, ein bisschen so chillen, ein bisschen Musik hören. Ja? Ja. Also ganz einfach eigentlich. Ganz kommod, ja. Gibt's überhaupt nichts. Kochst du gern? Bist du ein Kocher? Eigentlich schon. Also ich bin ein wahnsinniger, leidenschaftlicher Gutesser. Also sieht man da nicht an. Das ist ja das der Grund, warum ich eigentlich Sport mache. Also das ist der einzige Grund, damit ich viel essen kann und viel leckere Sachen essen und viel abbauen kann durch den Sport. Genau. Aber ich denke, wenn ich mal mit Sport aufhöre, dann explodiere ich irgendwann mal. Ehrlich war, bist du so ein Feinschmecker auch? Traditionelle oberpfälzische Gerichte mit Spatzen? Ja, es hat sich natürlich durch meine Karriere, wo man auch viel in die Welt rauskommt, irgendwie verändert. Also ich esse wahnsinnig gern Fisch und Meeresfrüchte und solche Geschichten. Und aber die machen also nicht dick jetzt. Ich mache eigentlich, nein, das macht nicht dick, aber da gibt es ja auch Sachen dazu, die vielleicht wieder ein dick machen, so die Soßen und so. Also ich probiere eigentlich alles, also das habe ich auch von früher abgelegt, dass ich immer ein wenig so naschig war, wie man uns sagt. Das hat sich komplett geändert. Ich probiere wirklich alles und mir schmeckt das sehr viel. Also da sind wir auf und kochen tue ich auch gern. Ja. Wobei, es ist manchmal schwierig und so. Aber mir macht Spaß. Ja. Ja. Und hast du so ein Leibgericht auch so? Also jetzt, was du selber machst, kannst du was besonders gut? Ja, ich mache gern so Pfefferländchen und dann esse ich gern so Garnelen mit und Ali Olio und so Spaghetti und mit. Also das ist ja professionell eigentlich. Und ja, doch, also, so in die Richtung. Also so muss man schon ein bisschen Rama asiatisch. Was? Also alles so querbeet ein bisschen. Gut, dann schaue ich mir meinen Kalender, wann ich zum Essen komme. Ja, gerne. Ist eingeladen. Okay. Wunderbar. Jetzt kommst du aus Kulmain. Das ist in der Oberpfalz? Metropole in der Oberpfalz. Metropole in der Oberpfalz. Kleiner Ort. Gibt es da was Besonderes in Kulmain? Der Bürgermeister hört zu, sag was gescheit. Besonderes? Es gibt ganz viele nette Menschen, sage ich jetzt mal. Jeder kennt jeden, es macht Spaß, sich da in die Gemeinschaft ein wenig einzubringen. Gibt es da Stammkneipen?
In Kulmain jetzt weniger, wobei wir sehr gute Gastwirtschaft haben in Kulmain. Ja. Und ja, sonst bin ich natürlich durch den Sport sehr viel im Sportheim auch vertreten und Fußball spiele ich ja auch noch bei den alten Herren und so weiter. Also, sind Sie im Stadtrat mit eingetreten? Oder Gemeinderat. Ich bin Jugendbeauftragter der Gemeinde, genau. Super. Und, ja, ein bisschen was für die Region tun, sage ich mal. Also haben wir jetzt auch gemacht. Gell? Ein bisschen was für die Region. Ja. Schau sich mal Kulmain an, liebe extra Radiohörer, da sieht man einmal was. Und nur nette Menschen, gell? Wohlgemerkt. Ja, ich meine, Ausnahmen gibt es immer. Alles klar. Jetzt machen wir noch ein bisschen Reklame. Jetzt haben wir schon ganz viel von dir erfahren, ein bisschen Reklame noch. Und dann habe ich auch noch eine spezielle Frage natürlich, was so dein Sport noch angeht. Extra Radio, Gerrys gut gelaunte Gäste, das haben wir jetzt bewiesen. Gerd Schönfelder, alias Schöni. Ist ein gut gelaunter Gast. Wir reden noch einmal ganz kurz über deinen Sport mit der Behinderung sozusagen. Jetzt, wenn du da damals, als du Skirennfahrer, ja. Du hast mir erzählt, 130 Stundenkilometer war keine Seltenheit. Ja, in der Abfahrt haben wir in der Abfahrt, ja. Jetzt hat man da nicht ein bisschen Angst sogar vielleicht, wenn man hinfällt, dass man jetzt eben auf die Seite fällt, wo jetzt dir der anfällt? Nee, das lernt man ja. Man macht ja das nicht so, ach, heute habe ich mal Lust, Abfahrt zu fahren. Also man trainiert ja das dementsprechend vorher tagtäglich und man lernt auch zu fallen im Laufe der Zeit. Also das gehört auch mit dazu, richtig zu fallen, um sich möglichst wenig zu verletzen und das auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten. Mhm. Und, also man trainiert es sogar mit. Ja, und man hat natürlich in der Abfahrt, muss man schon sagen, Respekt natürlich, das muss man auch haben, sonst wird man leichtsinnig, aber Angst darf man keine haben, weil sonst sollte man lieber einen Rückzieher machen. Okay. Das bringt nichts. Interessant. Jetzt ist ja so, Paralympics ist ja nur Behindertensport sozusagen. Also in körperbehindert, genau. Paralympics ist körperbehindert, Special Olympics geistig behindert. Das muss man immer unterscheiden. Ja, ist ganz wichtig. Und bei dir jetzt natürlich bei den Paralympics. Was hast du da noch gemacht, außer Skifahren? Bei Paralympics? Ja. Nö, war ich nur Ski Alpin, also von Slalom bis zur Abfahrt alle Disziplinen, aber für andere Dinge hat es da keine Zeit gegeben. Ach so, das nimmt es an schon so sehr. Ja, also da zweigleisig irgendwas anderes noch zu machen. Also du fährst noch Schlittschuh oder? Nein, gibt es erst mal nicht. Wenn, dann wäre immer Radfahren nur so eine Leidenschaft gewesen. Aber jetzt auch noch. Das ist halt mittlerweile alles so professionell geworden, dass der Aufwand so enorm ist, dass man beides oder zwei so Dinge nicht kombinieren kann. Das geht nicht. Wir haben uns jetzt gerade noch so im Hintergrund unterhalten, diese Behinderung, sagst du ja, also ich bin ja nicht behindert, ich schaue nur so aus. Genau. Das ist so dein Spruch. Hast du da draußen auch Probleme mit Menschen? Gehen die dich anders an? Oder? Ja, wie ich schon sage, viele, die mich nicht kennen, denken natürlich, mei, wie macht ihr das mit den Handicaps oder mit der Behinderung, zwei Finger oder so, wie soll das funktionieren? Das kann sich ja keiner vorstellen. Das war ja bei mir selber auch so. Das war ja das große Problem, wie soll das Leben weitergehen nach dem Unfall? Das ist schon, war schon eine harte Zeit, aber mittlerweile weiß ich, was alles möglich ist und ich fühle mich in keinster Weise behindert, weil, ich sag mal, wer ist behindert? Du musst halt das machen, was du gern machen willst und lass dich einfach nicht behindern in dem, was du machen möchtest und dann bist du nicht behindert und oftmals fängt es im Kopf schon an, nur aus Rücksicht zu anderen, ach Gott, der könnte jetzt schauen, weil du das irgendwie wegen anders machst, mein Gott, dann schau doch halt, aber mach's einfach, trau dich ran und das ist auch vielleicht so, was man anderen mitgeben kann, lass sie reden, sage ich immer, weil viele schränken sich ja ein, nur aufgrund anderer. Das kann man doch nicht was sagen, da die Leute und wenn dir das und vergiss es, mach einfach dein Ding, hab Spaß dabei, das ist das Allerwichtigste. Klasse. Und dann geht auch so viel. Also das motiviert, glaube ich, auch wirklich, wenn einer, der damit lebt, so eine Einstellung hat, wunderbar. Wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden, aber ich möchte noch mich auf jeden Fall bedanken, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Super Sache. Du bist wirklich ein netter Kerl und vor allen Dingen genauso alt wie ich. 70er Jahre, super. Wahnsinn. Und für dich war es jetzt ja noch einmal das Erlebnis überhaupt, ne, nach dem Unfall. Eine Steigerung bis ins Naja, ich sage immer, wir haben also 89 war der Unfall, 25 Jahre ist jetzt her, Jubiläum. Für mich ist wirklich 25 Jahre Zugabe, ich sehe es einfach so, weil es hätte vor 25 Jahren auch vorbei sein können und es war eine coole Zeit danach und ich möchte es nicht missen. Alles klar, danke und vielen alles Dank Gute. Auch. Servus. Schöne Grüße.